Ja, hallo, liebe Pferdefreunde und bald wahrscheinlich nicht mehr Pferdefreunde, weil es geht hier um das Thema Pferdesteuer, die ja schon lange im Gespräch ist und eigentlich auch längst sowieso angedacht ist. Oder was denkt ihr, wofür Equidenpass und Co. und Chip und all sowas gedacht war? Ja, es ist jetzt ein Urteil ergangen, dass die Gemeinden, Städte das dann jetzt umsetzen können. Ruhe. Und ja, dazu wollte ich mal ein paar... Sag mal, hast du sie noch alle? Dazu wollte ich mal ein paar Ausführungen machen. Also grundsätzlich ist jegliche Steuer auf Tiere, die ja nach BGB 90a keine Sachen sind, also auch keine Aufwandsteuer sein können, nicht zu besteuern. Aber die umgehen das ja, ist ja ganz einfach zu sagen. Naja, es bedeutet einen Aufwand, einen Hund zu halten, ein Pferd zu halten. Sehr schön. Wir werden jetzt also dann auch in unserer Freizeit und in dem einzigsten, was viele Reiter haben, um sich ein bisschen zu erden und mal runterzukommen von dem stressigen Alltag, dann auch noch beschnitten, gesteuert und besteuert. Sehr schöne Sache. Tja, Leute, überlegen sollte man sich mal, mit welcher rechtlichen Grundlage. Denn all die Gemeinden und Städte haben zwischen den Jahren 2006 bis 2012, 2013 alle eine Eröffnungsbilanz gemacht. Eröffnungsbilanzen machen übrigens nur Firmen. Und Firmen können nicht besteuern. Dieser blöde Hund, der übrigens auch keine Hundesteuer zu zahlen hat. Genauso wenig wie ich. Ja, jetzt sind wir also beim Thema Pferdesteuer. Diese Gemeinden und Städte behaupten, sie hätten ein Steuererfindungsrecht. Sehr spannendes Wort im Übrigen. Das hat mir zum Beispiel meine Gemeinde auch geschrieben. Von wegen, sie hatten keine Antworten mehr, von wegen BGB 90a, Aufwandsteuer und so weiter. Naja, und dann kamen sie halt damit, ja, die Gemeinden hätten ein Steuererfindungsrecht. Schön, ne? Wessen Angestellte waren die nochmal, wenn das da hoheitlich und staatlich wäre? Ich glaube, unsere, ne? Ja, fein. Da sind wir weit von entfernt. Die haben sich verselbstständigt und plündern hier die Leute. Das ist echt spannend. Also das ist mit ein Grund, warum ich vor fast über 7 Jahren aufgewacht bin und gemerkt habe, also irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich hoffe, dass noch mehr Pferdeleute endlich wach werden und sagen, hey, also mit mir nicht mehr. So geht's nicht. Leute, geht zu eurer Gemeinde, zu eurer Stadt und legt die leicht verfügbare Eröffnungsbilanz auf den Tisch und lasst euch von denen mal Rechenschaft ablegen, wohin die denn mit den Geldern, wo die denn alle hin verplempern. Ich glaube, dann wird denen ganz schön warm. Ja, man könnte ja vielleicht auch tatsächlich, ich meine, grundsätzlich ist das Insolvenzverschleppung. Die sind alle pleite, das sagen sie ja auch immer, darum müsst ihr ja auch immer mehr bezahlen. Ja, morgens, wenn man aufsteht, das Licht anmacht, zahlt man die erste Steuer. Merkt ihr noch was? Sorry, also irgendwann ist echt Schluss. Und die arbeiten nicht für uns. Die sind rein gewinnorientiert unterwegs. Was meint ihr, warum jetzt auch noch eine Pferdesteuer auf den Weg gebracht wird? Demnächst müsst ihr zählen, wie oft ihr atmet, weil darauf wird dann auch noch eine Steuer erhoben. Regensteuer haben wir ja schon, jedes Dach wird gemessen. Den Regen dürft ihr dann auch noch bezahlen. Also irgendwann ist einfach mal Schluss. So, und an dieser Stelle sind wir jetzt und ich hoffe, dass ich mit diesem Aufruf hier wirklich viele, viele Reiter erreiche, viele Pferdefreunde, die dann vielleicht sagen, so jetzt ist Schluss, ihr Politbanausen, Feierabend, meine Stimme bekommt ihr nicht mehr, wählt diese Wahnsinnigen nicht mehr. Die sind völlig abgehoben. Ihre einzige Berechtigung sind immer die Mandatsgeber, nämlich die, die wählen gehen. So, stellt euch mal vor, morgen gingen nur alleine alle Pferdefreunde nicht mehr wählen. Ja, die erreichen ihr Quorum nicht, wenn sie nicht fälschen, was sie ja immer tun. Nichtsdestotrotz, nur da haben wir ein Druckmittel. Und geht zu euren Bürgermeistern, Landräten, knallt ihnen die Eröffnungsbilanz auf den Tisch und sagt, sag mal, das ist ein Unternehmen, eine Firma hier, ja? Ihr könnt gar nicht hoheitlich handeln. Wie? Steuern? Das ist Plünderung. Ja, und ich hoffe, ihr merkt es jetzt langsam mal. Weil mit der Pferdesteuer, hoffe ich, geht man ruck durchs Land.
Denn demnächst sind auch die Katzen dran. Ihr Nicht-Pferdeleute sagt ja nicht, naja, mich betrifft's ja nicht, wird auch mal Zeit, dass die auch bezahlen. Wir gehören alle zusammen. Die werden sich noch viel schickere Dinge überlegen. Ja, und mehr dazu werde ich dann auch noch in diesem Video anfügen. Und ich hoffe, dass das klappt mit der Vertonung. Und euch noch ein paar nette Sachen vorlesen, weil ich wollte hier nicht so sehr auf die Gesetze eingehen. Das würde manchen überfordern. Jetzt einfach rein vom Gefühl her. Leute, das ist eine Plünderungsmaschine. Da sitzen Hochkriminelle. Die plündern euch aus. Wir sind schon bei weit über 75% Steuern und Abgaben. Vergesst nicht die Abgaben. Ja? Also, die da wären. Zwangsmitgliedschaften, GEZ und etc. und IHK und hast du nicht gesehen. Zwangskrankenversicherung, bla bla bla. Wenn wir einen Strich drunter machen, Leute, euch bleiben keine 20%, ich sag's euch. Ja? Darum wird ja alles immer knapper. Und das bisschen, was man sich dann noch gönnt, was sich viele Leute vom Mund absparen, wie zum Beispiel ein Pferd, das ist ein teurer Spaß. Ja, aber viele haben weniger im Kühlschrank, als die Pferde im Futtertrog. So ging es mir jahrelang auch. Lasst euch nicht weiter verarschen von diesen Wahnsinnigen. Die sind abgehoben und die brauchen wir nicht mehr. Nicht mehr wählen. Danke. Tschüss.